Wir sind unterwegs mit Dirty Harry und stellen dann immer irgendwie ein paar Fragen an die Leute, die zum Thema natürlich dazu passen auch. Wolfgang Kleb. Genau. Mit dem Skifliegen kennst du dich auch ein bisschen aus, obwohl du bist ja Stand-Up-Paddler. Stand-Up-Paddler, das genau. Ist das Ding, wo man stehend auf einem modifizierten Surfbrett herumpaddelt und einen Murzen Spaß hat. Genau, aber jetzt reden wir über das Skifliegen. Ja. Pass auf was für einem Platz landet der Adler, der den zweiten überflügelt? Ja, der wird auf dem ersten landen, oder? Auf dem ersten Platz. Auf welchem Platz landet der Superadler, der den Zweitplatzierten überflügelt? Naja, auf dem ersten. Second guess. Ich denke jetzt seit Monaten nach, meine Frau ist Mathematiklehrerin. Dritter ist er. Na, der Superadler, der den Zweiten überflügelt, ist der Erste. Na, der Zweite ist ja schon Zweiter, ne? Was machst du aus der Stand-Up-Paddling? Musst du da rechnen, oder? Nein, ich bin in der Volksschule für Legastheniker beauftragt. Ich bin Kindergärtnerin. Aber da muss man schon auch rechnen oder so, oder wenn es da Spiele gibt bei den Kindern, muss man da schon irgendwie Erster und Zweiter festsetzen. Ja. Der Superadler, der den Zweiten überflügelt. Wir könnten es auch mit Formel 1 Grand Prix zum Beispiel machen. Bei uns gibt es immer den ersten Sieger, den zweiten Sieger, den dritten Sieger, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Das ist der Erste und der Zweite und der überholt. Ich sage jetzt einmal so, ich hoffe, dass der Adler gut landet. Das ist nämlich das Wichtigste, dass er gesund landet. Und ja, möge der Beste gewinnen. Aber ich weiß, dass wenn zwei paddeln, freut sich der Dritte. Also? Das gebe ich euch zum Denken mit. Auf was für einem Platz landet der Superadler, der den Zweitplatzierten überflügelt? Das sind diese Fragen, ja, die gehen wir den vorm Zweitplatzierten springt. Da unten am zweiten Platz. Richtig. Ja, danke. Ja, auf dem zweiten, klarerweise. Richtig. Ah, natürlich. Ja, aber schau, aber es ist okay, oder? Ich meine, für das, dass ich blond bin, komme ich wenigstens noch beim zweiten Mal drauf, oder? Ah, okay. Das ist eine eigene Philosophie. Lass mal so. Okay. Dankeschön. Einverstanden. Ich bin übrigens ein Banker, darum kann ich nicht so gut rechnen.